Da sind wir wieder, Freunde. Neuer Teil, neues Glück. Heute geht es an den Abbau, wie man unschwer erkennen kann. Der Olli ist schon dabei. Und es ist wirklich, jeder BMW-Schrauber würde es kennen. Egal, was du bei BMW machen willst, du musst erst immer hier diese doofen, wie kann man das nennen? Das ist die Mikrofilterabdeckung. Ja, und da dieses Komplex da halt einfach, dieses Plastikkomplex. Ne? Das ist immer raus. Ne? Immer raus. Das ist immer der erste Step bei BMW. Egal, was du machen willst. Ja, da kommt jetzt erstmal raus und dann wird der Olli erstmal zerpflücken, ne? Richtig. Wie ich mir das denken kann, wird jetzt hier erstmal gleich Luftfilter abgebaut, hier Ansaugbrücke, ne? Die serienmäßige. Genau, dann Stoßstange ab. Erstmal alles rausrupfen, ne? Ja. Da hast du gedacht, das dauert gar nicht so lang, ein, zwei Stunden, ne? Quasi. Zerlegen, ein, zwei Stunden, genau. Gefühlt, ne? Und dann können wir im Einbau schon beginnen. Und dann geht's mit dem Einbau los, der dauert dann ein bisschen, ist ein bisschen langwieriger, ne? Der dauert ein bisschen, ja. Ja, Ersatzteile haben wir schon bestellt, wie gesagt, da kommt ja, der Wagen hat zwei Kraftstoffpumpen. Da kommt sowieso eine Upgrade-Pumpe rein. Normalerweise bleibt eine Pumpe Serie, die reicht dafür. Aber die machen wir natürlich vorsichtshalber neu. Die haben wir auch schon bestellt. Dann haben wir den Kraftstoffdruckregler bestellt. Noch einen Bremsenverschleißsensor, der noch gefehlt hatte. Das Thermostat noch. Thermostat, genau. Kühlmittel-Thermostat kommt noch neu. Den Fehler hat er nämlich auch geschmissen. Und da sind wir so roundabout bei 250 Euro. Und das war die jetzt nochmal vorsichtshalber investieren. Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Wie gesagt, wer so einen Umbau macht, der... Das muss einfach gemacht werden, damit du da auf der sicheren Seite bist. Und dann können wir eigentlich schon fast sagen, guck mal, ja. Guck mal, was ist hier? Na. Das nicht schön aussieht, du, dann weiß ich das auch nicht. Schön orange natürlich, wie es sich bei Infinitas gehört. Schön mit Carbon-Applikationen hier, dem Logo. Alles neu hier, ne? Continental-Riemen, ein paar Umlenkrollen hier. Und hier ist das Objekt der Begierde. Guck dir mal an hier. Das hier. So wird es hier ungefähr an, ne? Luftfilter kriegt er auch, wie damals bei, was man sich immer bei eBay gekauft hat, wenn man 18 war, hat man sich so ein Ding reingehaut bei seinem 75 PS irgendwas Auto. Drin in den Armaturen habe ich so Chrom-Lüftungsgitter bei eBay gekauft und so. Also das war wirklich Assi-Tuning vom Feinsten. Weil natürlich gar nichts gebracht hat. Wo man dann dachte, man hat 5 PS mehr. Ach, früher die Zeiten, die waren unglaublich, ja. Das ist das komplette Kit. Was dann da eingebaut wird. Unglaublich, mein Gott. Naja. Ja, lass uns mal überraschen. Zerpflücken wir die Kiste erstmal, beziehungsweise der Olli. Gucken den dabei fleißig zu. Und wenn irgendwas Spannendes ist, dann gehe ich ihm mal natürlich um Keks. Kurze Verständnisfrage, Olli. Die ganzen Luftfilterkästen hier und die Ansaugbrücke, das kommt alles weg, ne? Das kommt auf jeden Fall alles weg. Das wird nicht mehr im Fahrzeug sein, ne? Statt Luftfilter haben wir jetzt einen Kompressor. Ja. Das heißt, der entfällt. Die andere Seite bauen wir auch aus, damit es schön aussieht. Ja. Und Ansaugbrücke kommt eben unsere rein. Die orange, die ne? Genau, also das wird sich komplett verändern. Aber du sagst schon, hier haben wir den Klassiker wieder, ne? Der war eingequetscht, genau. Die kommen quasi auf den Ventildeckel, auf ne? Auf die Drosselklappen. Also die so. Sitzen auf den Drosselklappen. Ja. Und wenn die eben eingehändigt sind oder eingerissen sind, dann können die eben auch Falschluft ziehen. Ja, deswegen machen wir die am besten auch neu. Habt ihr lagermäßig da, hast du gerade gesagt, ne? Haben wir da, die haben wir immer auf Lager. Ja, super. So, langsam wird der Motor quasi abgedeckt hier, ne? Von den ganzen Anbauteilen sieht man schon die ganzen Drosselklappen. Hier sind auch die Drosselklappen-Stellmotoren, ne? Also Drosselklappen-Stellmotoren sieht man hier. Das ist einer und da ist einer. Da ist einer und da hinten ist einer. Beides zwei, ne? Zwei Leerlaufsteller, einen hier, einen hier. Ja, stimmt, hier sieht man ja und hier die Drosselklappenstellmotoren. Genau. Ich denke da. Ja. Ja. Das ist doch für einen Schrauber das geilste Werkzeug, was es gibt, oder? Auf jeden Fall, ja. So, eine Nummer weiter. Jetzt kommt, glaube ich, holst du ein Kühlerpaket raus? Ne, ich habe jetzt ein bisschen Platz gemacht für den Kompressor. Ach so, die Klimaleitung noch im Weg ist. Ja. Die muss später ein bisschen gebogen werden. Du musst auch später da irgendwas aussägen, hast du gesagt. Dann, genau, ne? Hier wird dann später noch was ausgesägt. Ausgeschnitten. Damit der Kompressor da reinpasst, ne? Damit der überhaupt reinpasst, ja. Ja, fantastisch. So, weiter geht's. Stoßstange ist ab. Holst alle Flüssigkeiten raus, also Kühlflüssigkeit, ne? Genau, Kühlflüssigkeit muss raus, weil wir da zwei, drei Schläuche bearbeiten müssen. Die Klimaleitung ist draußen soweit. Genau, hier haben wir jetzt den ersten Halter. Der muss ein bisschen bearbeitet werden. Das ist nämlich der Halter für den Servoölbehälter. Der sitzt normalerweise hier. Mhm. Da kommt später aber unser Ansaugrohr rein mit Luftfilter. Ja. Deswegen müssen wir hier unten ein bisschen wegflexen. Das alles ein bisschen schön machen. Wo kommt dann der Behälter dahin, wenn du da... Der kommt wieder drauf. Ja. Es ist bloß unten die Ecke, die übersteht. Ja. Die entfällt, weil da normalerweise der Luftfilterkasten drauf sitzt. Aber die kann weg. Okay. Und was musst du sonst noch
grob so wie jetzt da ungefähr bearbeiten? Es gibt dann später noch einen Halter hier für den Wischwasserausgleichsbehälter. Ja. Dann eben die Wasserleitungen müssen bearbeitet werden, die Klimaleitung muss bearbeitet werden. Ja. Kann so langsam der Einbau beginnen. Und an Bearbeitung war es das dann erstmal, ja? Ja, genau. Okay. So, du sagst jetzt, hier müssen Wasserrohre bearbeitet werden. Die Wasserleitungen. Ja. Und zwar wird einmal der Temperatursensor wird umgesetzt, weil der im Weg ist für das Wasserrohr, was von uns reinkommt. Ja. Und bei den anderen beiden Schläuchen müssen jeweils Schellen drauf, weil da die Anschlüsse vertauscht werden. Ach so, okay. Deswegen müssen die originalen Schellen runter. Zack, da wackelt er auch schon. Jetzt kommt nämlich hier der Ventildeckel ab und dann können wir mal einen Blick auf die Nockenwelle mal wieder werfen. Wie das Ganze denn jetzt hier so ausschaut. Schön sauber. Ja? Sieht man ja meistens, ob jetzt die Nockenwellen großartig eingelaufen sind oder nicht, ne? Genau, ne. Auch die Farbe ist relativ schön sauber. Keine Ablagerungen vom Öl. Ja. Würde man sehen, also dunklen Stellen. Ja. Ölwechsel ist ja nicht so alt, also nee. Ist noch relativ frisch. Das schaut alles gut aus. So, wie ist jetzt die weitere Vorangehensweise? Ja, der Ventildeckel kommt jetzt der Ölrücklaufstutzen für den Kompressor rein. Ja. Damit der sein Öl zurückführen kann. Dann kommt der Ölzulauf, Einschussventile tauschen. Mhm. Und dann kann es im Grunde mit der Airbox losgehen. Dann geht es schon wieder los mit dem Zusammenbau, ja? Dann sieht man endlich mal was. Ja, dann kommt langsam ein bisschen Farbe ins Spiel, ne? Richtig, ja. Ja. Genau, das ist der Ölrücklaufstutzen. Ja. Der kommt dann hier an den Ventildeckel. Mit zwei Schrauben. Musst du quasi Loch einbohren, ne? Genau, da kommen dann drei Löcher rein, damit hier auch das Öl zurück kann. Ja. Mit 2K Metallkleber wird er dann festgeklebt, verschraubt. Muss man schon ein paar Dinge abändern, ne? Richtig, ja. Viel Arbeit. So, hör mal, ey, du setzt jetzt hier echt die Flex an, ne? Leider muss ich das machen, ja. Das ist kein Mercedes, da wird mein M5 zerflext, ja immer. Kompressor braucht Platz nicht mehr, ne? Scheiße, du, ey. Kannst du ja mal ungefähr einfach nur hier drüber halten, dann sieht man erstmal, warum du da überhaupt flexen musst, ne? Pflicht, ne? Genau, aber der muss später, muss der hier rein. Guck dir das an, du. Und der muss aber eben noch ein Stück nach vorne. Ja, wegen dem Riementrieb, ne? Genau. Deswegen braucht die Riemenscheibe hier ein bisschen mehr Platz. Genau. Das Ding gibt dann später die sogenannte Pusteblume. Ne? Ja. Ja gut, dann, boah, ich weiß gar nicht, ob ich mir mit angucken kann, aber dann flex mal los, ne? Dann haben wir jetzt hier im nächsten Step, hast du die Einspritzdüsen rausgeholt? Genau, weil wo sitzen die hier? Solange der Ventildeckel trocknet, ja. Tausche ich mir die Einspritzventile. Genau, hier sind schon 5 neue drin. Ja. Auf der anderen Seite sind noch die alten drin. Hast schon alle getauscht, ne? Hier sieht man, da sieht man die alten, ne? Genau. Ja. Und hast du einen Unterschied erkennen können? Genau. Links haben wir Serie, sind also vier Löcher, ne? Serie, 4 Löcher, unten sind die neuen 6 Löcher. Da geht natürlich mehr Kraftstoff durch. Ja. Die brauchen wir, mehr Leistung. Mehr Kraftstoff, ne? Richtig. Gut, also die werden einmal getauscht. Ist natürlich auch eine ganz nette Sache, weil jeder kann sich vorstellen, Einspritzdüsen nach 120.000 Kilometern, 14 Jahre wahrscheinlich verbaut, die wurden wahrscheinlich noch nie getauscht. Wenn da ein Fehler ist, dann kommt auch schnell mal ein Motorschaden. Richtig. Ne? Das ist ein richtig dickes Problem. Und die tauscht du ja auch nicht mal eben, ne? Nee. Da kommst du nicht mal eben dran. Vor allem, wenn unser Kit drauf ist, dann wird es noch lustiger. Dann kommt man gar nicht mehr ran. Ja, und deswegen, richtig geile Nummer, dass das jetzt hier direkt mitgetauscht wird. Wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, dann haben wir im Brennraum alles neu. Zündschwulen, Zündkerzen, Einspritzdüsen. Genau. Und Kraftstoff kommt neu. Ja, und dann bist du da erstmal safe. Auf jeden Fall. So, du zwackst jetzt Zulauföl ab, ne? Genau, hier unten am Ölfiltergehäuse ist der serienmäßige Öldruckschalter. Ja. Und da können wir mittels Adapterstück dann Öl für unseren Kompressor herholen. Mhm. Das heißt, hier ist der Ölzulauf dann später. Da wird quasi das Öl geholt für den Kompressor, ne? Richtig. Da sitzt auch irgendwo der Ölfilter, hast du gesagt, hier drunter? Genau, der Ölfilter, ne? Sitzt hier unten. Ja. Das ist das Ölfiltergehäuse und hier sind dann die beiden Leitungen, die zum Motor gehen. Und dann haben wir da quasi den Zulauf und oben in den Ventildeckel, wo du halt das Loch reingebohrt hast, ne? Da ist der Ölrücklauf. Da geht das Öl dann zurück. Richtig. So, Freunde, kurz vor Feierabend. Der Olli räumt auf, steht in den Startlöchern. Wir haben kurz nach 17 Uhr. Kurz nochmal schnell durchgegangen. Du hast jetzt quasi alles erstmal rausgerissen, würde ich sagen. Genau, wir haben es alle zerlegt. Ja. Angefangen vorzubereiten alles. Ölrücklauf, Ölzulauf.
Einschussventile getauscht. Morgen fängt dann der richtige Einbau. Bisschen geflext. Bisschen geflext. Also sind wir quasi erstmal mit dem Ausbau fertig. Richtig. Ne? Du hast jetzt schon mal ein bisschen vorbereitet. Wie gesagt, die Einspritzdüsen hast du schon getauscht. Einspritzventile sind getauscht. Hier in dem Regal können wir sehen, hier liegen die ganzen Sachen, zum Beispiel Lüfter, Luftfilter. Das alles, das kommt morgen, das schöne orange Paket. Da beschäftigen wir uns morgen mit. Das wird dann hier eingepflanzt. Da würde ich sagen, sind wir eigentlich gut durchgekommen heute. Ne? Ja. Ein Tag hast du ja gesagt, ein Tag quasi Ausbau. Ne? Genau. Ein Tag ein bisschen mehr Einbau. Das wird dann wieder ein bisschen informativer. Hab den Olli heute größtenteils mal eigentlich in Ruhe gelassen. Ne? Dass, ja, auch, dass, ja, du auch dein Ding machen kannst. Weil wir waren ja ein bisschen im Verzug heute, weil wir nochmal. Wir mussten nochmal am Prüfstand. Müssen ja nochmal auf Federsuche gehen. Ne? Richtig. Deswegen waren wir ein bisschen im Verzug. Hab ich gesagt, lass den Olli ein bisschen in Ruhe. Da kann ja die Zeit quasi wieder gut machen, aber bist eigentlich gut im Zeitplan. Ne? Ja, doch. Ja. Ersatzteile hast du ja heute Morgen bestellt. Die haben wir heute Morgen noch bestellt, richtig. Ne? Also die Teile, die defekt sind, die ausgetauscht werden müssen, das machen wir, denke ich mal, dann morgen. Ne? Ja, und dann würde ich sagen, wie gesagt, wir sind bis jetzt zufrieden. Ne? Passt alles, ja, soweit. Wenn ihr es seid, lasst gerne einen Daumen nach oben da und freut euch auf den zweiten Teil. Da geht es dann in den Einbau. Da freue ich mich richtig drauf. Da nimmt das Ganze dann auch mal Gestalt an. Da sieht dann der Zuschauer auch langsam was. Ne? Ja. Genau, dann siehst du endlich mal was. Wie gesagt, da kommt Farbe ins Spiel. Infinitas, typisch. Das schöne Orange. Ich will nicht zu viel verraten. Lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo da, denn dann sehen wir uns auch da. Haut rein. Ciao.